So, mit herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart. Und wir suchen Victor, Victorio. Schau mal hin, da ist die Tür zu. Schöne Bilder von friedliebenden Menschen. Ah. Eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Nee. Das würde nichts schaffen werden. Für die gute Sachen. Ist ja was Wichtiges? Außer halbnackte Weiber? Hä? Was geht ab? Sag mir wann. Sag mir Quanto, Quanto, Quanto. Ah ja, ist. Kann man es sich geben, muss man aber nicht. So. Oh, jetzt geht's los. Spätzle wird's los. Schatz, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Ich war so einsam. Aha. Ich muss durch eine Laserwand kommen. Am liebsten lebendig. Was für eine dumme Idee, Schatz. Das ist doch schrecklich gefährlich. Bleib lieber bei mir. Ich mache, was du willst. Das ist ein geiles Angebot. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, so knallhart. Ich erzittere. Spritz dein Polymer in mich hinein. Lass dich von ihr nicht herumkommandieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör nicht auf ihn, mein Großer. Er will uns auseinanderbringen. Nimm den dummen Handschuh ab, damit wir für immer zusammenbleiben können. Aha. Willst du, dass ich dich schlage oder in Stücke zerlege? Würdest du mich wirklich wegen eines dummen Handschuhs töten, Liebling? Ja. Wie würdest du denn ohne mich in dieser grausamen, gewalttätigen Welt überleben? Ohne Probleme. Ist ja nicht so, als würdest du mir irgendwie helfen oder so. Ich kann doch nichts aus dem Boden stampfen, Liebling. Ich brauche Polymer und andere Komponenten. Steck mir dein Polymer rein. Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installier endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Verbesserung initiiert. Entspann dich und genieße. Aber versprich mir, dass du wieder schmutzige Dinge zu mir sagst. Oh, ich hau dir gleich eine rein. Ja. Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu rennen. Nach dem, was da gerade abging, renne ich liebend gern durch jede Wand. Okay, aber zuvor nehme ich doch eins von diesen Dingern her. Ja, benutzen, bitte. Und jetzt rennen wir da durch. Wie renne ich denn gleich wieder? Einfach so. Das tat weh. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wäre es das gewesen. Aber du fast. Dafür haben wir ja die kleinen Dinge, die wo man hier immer benutzen kann. Warum das da so bewegen? Na ja, klar, sicher. Nochmal. War ja doof. Okay, das nehmen wir mal. Weil er so viele haben und ich mir das leisten kann, immer noch eins. Da haben wir schon mehr Platz da drin. So. Wir haben den Laserschutz auf jeden Fall auf uns. Da müssen wir hin. Oh ja, das mit dem Baum. Das wird uns gefallen. Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du es geschafft? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos.
Gut, du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir her. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Wurf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verbluten lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treffe dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chelomei. Victor, rette dich! Chelomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Alarmstufe rot. Lockdown in Gang. Oh yes, sind wir wieder da. Warte. Alter, da kommt da noch einer. Oh, oh. Hi-ha. Ja, oh Mann! Darin, die Roboter herumzukommandieren, fast als wären sie sein eigenes. Komm jetzt! Da halt ich halt! Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert also, irgendwie läuft es mit der Heilung hier nicht so, wie ich will. Für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Das hänge ich hier fest. Super nice, Alter. Was für ein Mist. Ich habe hier eine Tastenzuordnung, wie man hier unten links sieht. Wenn ich darauf drücke, sollte ich mich eigentlich heilen können, aber irgendwie heilt es hier einen Scheißdreck. Oh. Aha. Alter, das hört doch mal auf. Oh, war das jetzt vielleicht dumm? Ja. Ah, jetzt. Es sollte aber keins mehr rauskommen. Weil das Ding ist nämlich hier leer ist, oder? Ja, ist leer. Gut, also wir müssen da oben rauf. Hier liegen die ganzen Viecher rum. Warum ist es eigentlich so dunkel und ich habe keine Taschenlampe? Was heißt das? Hm. Ach, da war mein. Ist nochmal mit. Wir haben eine Uhr anscheinend. Haben wir sie mal an. Achtung an alle Mitarbeiter. Bitte hört euch diesen Chibita an und lasst ihn dort, wo er ist. Er soll alle daran erinnern, unter keinen Umständen Pflanzenproben mit nach Hause zu nehmen. Auch wenn sie noch so harmlos erscheinen. Pflanzen aus den Laboren können genetische Eigenschaften besitzen, die sich negativ auf eure Lebensqualität auswirken. Ja, was im Labor gezüchtet wird, bleibt im Labor. Punkt. So schaut's aus. Mann, Mann, Mann. Mann, ist hier nicht irgendwo noch so eine dumme Blume? Ja. Na, da brauchen wir erstmal so einen Ball zum Reinkommen, okay. Ach, die andere Seite, super nice. Super nice, oh Scheiß.
Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum dahinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator Pack 4? So ist es. Die Birke Pack 4 ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Sonnensystem? Keine Planeten? Hört sich gut an. Das sollte jetzt nichts mehr sein. Lecker, was sind das hier? Würstchen! Oh, geil. Würstchen und ich hätte so Bock auf so ein Würstchen. Sie sind in der Wand! Kannst du sie nicht hören? Da trippeln sie herum! Ich fürchte mich vor ihnen! Brauchst du dich mehr fürchten, du bist tot. Da steht's auch noch dort und du musst dich nicht fürchten, du bist tot. Du musst dich nicht fürchten, du bist tot. Ich weiß, als ich noch am Leben war, sah ich, wie tote Leute wieder aufstanden. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ich fürchte mich vor ihm. Vor wem? Den Robotern? Nein, Roboter töten kurz und schmerzlos, aber sie... Sein verbleibender Polymerspeicher ist aufgebraucht, Genosse. Alles klar. Die Leute hier werden nicht von Robotern getötet. Aber wodurch dann? Das kann ich nicht ermitteln. Wir werden es wohl auch nie herausfinden. Verstanden. Oh, warum nicht? Warum nicht? Na toll. Wieder. Eine Tastenschnellzuordnung wäre jetzt eigentlich ganz geil. Hallo, ist hier jemand? Ist hier jemand? Ja, Geräusche. Warte mal, das Ding geht mal auf den Senkel. Ich nehme mal kurz meine Waffe hier. Was ist denn das? Ah, hier. So, früher konnte man das Ding ausschalten. Warum das jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht. Nein! Oh Mann! Jetzt geht's! Ja, jetzt geht der Mist! Zuvor ist es nicht gegangen. Wahnsinn, Herr. Zuvor ist es nicht gegangen, aber jetzt geht's. Und da kriegst du Aggressionen her an laufenden Band. Kannst durchdrehen. So richtig. Okay, warte mal, bevor ich das nimm, mal erstmal hier auf. Dann geht mir das Geklimper auf den Sack. Ach jetzt. Das war zu viel, so schnell. Oh Mann. Oh. Jetzt so. Bam, 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 bam. Und mit und mit. Und muss ich die immer so tragen? Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Warum nicht? Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist ziemlich robust. Du kannst sie fallen lassen. Oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Oh, das war jetzt dumm. Hätte jetzt bloß nicht darauf, ist er. Ach, jetzt komme ich wieder mit. Ja,
klar, sicher. Smile ist nicht nochmal. Was war das? Oh. Geil. Alle sammeln hier. Ist eigentlich schon nervig, dass man so viel Kackes hier sammeln kann. Weil ich eigentlich nicht so der Sammler bin. Ich bin eher der Vernichter. Ist hier noch was? Ah, tatsächlich. Junge, was denn hier passiert mit den Freaks? So. Gut. Alles klar. Hier kann man zum Beispiel den hier. Dann bleibt es so. Für einen kurzen Augenblick. Dann kann man überall durchgehen. Dann müssen wir eh da entlang. Und Schuss. Sehen, wie schnell das geht. Ach, das klingt nach Petrovs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden voll gespritzt. Ach du Scheiße. Ehrlich. Was für eine Kacke. Ah, da kann man wieder mal rumschwimmen und so ein Käse. Aber ich gehe erstmal hier rein. Wisst ihr warum? Genau wegen des. Ah ja. Wichtiger Hinweis. Ah, ja, klar, sicher. Oh, wieder ein Zusatz. KS-23, wahrscheinlich für das Maschinengewehr. Gut. Also haben wir erstmal hier das Zeug. Was soll es sein, Major? So. Alter. Verrücktes Teil. Gut. Da unten müssen wir hin. Ich schau mal. Das machen wir in der nächsten Folge. Also dranbleiben. Ihr wisst Bescheid.